Lau und der Fisch. Lau und seine Eltern wohnten am Rande eines Waldes, der noch nie von einem Menschen durchquert worden war. Das Leben der drei war sehr einfach, außer dass er seinem Vater auf dem Feld und bei der Holzgewinnung im Wald half, musste er ihre Büffel auf die Weide oder in das Unterholz am Waldrand treiben. Lau folgte immer den Anweisungen seiner Eltern, so hatten seine Eltern auch stets Freude an ihrem Kind. Wenn der Tag zum Abend geworden war und man im Wald die Stimmen der Vögel und das Schreien der Affen nicht mehr hören konnte, dann saßen sie vor der Lampe und unterhielten sich. Einmal erklärte Laos Vater, ihre Büffel seien so zahlreich geworden, dass Lao sie jetzt ständig weiden müsse. Lao hörte sich den Rat seines Vaters still an. Am Morgen des folgenden Tages brachte er die Büffel weit weg zu einem fetten Grasplatz. Wegen der großen Entfernung kam er häufig zu spät zum Mittagessen nach Hause. Da bereitete ihm seine Mutter immer Reis als Proviant zum Mittagessen. Wenn der Mittag kam und die Büffel wieder keuen Schatten unter einem dicht lebenden Baum suchten, ging Lau und ließ sich unter einem Waringinbaum am Rand des Weihers nieder. Unter dem Waringin befand sich eine große Steinplattform. Dort saß er und streckte sich faul. Wenn er sich hungrig fühlte, öffnete er sein Reispäckchen, um mit seinen baumelnden Füßen zufrieden die Wasseroberfläche aufzuführen, aß voller Vergnügen. Jener Teich war sehr schön. Von den Bäumen und Stöcken, die an seinem Ufer wuchsen, hingen Blüten in heiterer Farbe herab. Darüber hinaus wuchsen an den Rändern des Teiches Lotus in großer Zahl und Lilien von höchster Schönheit. Der Teich war ein Ort, an dem viele Schmetterlinge spielten und am Nektar saugten und wo anmutige Vögel sich entfalteten. Libellen wimmelten in der Luft und suchten kleine Musiklarven zum Essen. Hin und wieder kam auch eine Schar Wasserenten oder Reiher. Die Vögel jagten hintereinander über die Wasserfläche, wobei sie immer wieder fröhlich untertauchten. Wie erstaunt war Lau, Zeuge dieses anmutigen Treibens der Natur zu sein. Bisweilen durchbrach ein Sonnenstrahl die Blätter des schattigen Waringin und durch den Wasserspiegel sah man Schwärme kleiner Fische schwimmen. Ohne eine Störung ließ Lau sie alle gewähren. In einer Höhle am Fuß des Waringin wohnte ein sehr großer Fisch von schönem Aussehen. Dieser Fisch lebte schon Jahre in dem Teich. Jedes Mal, wenn Lau die Blätter, in die sein Reis verpackt war, in den Teich warf, kam der Fisch hervor, um die Reste zu essen. Lau konnte sehen, wie der anmutige Fisch voller Freude seine Essensreste aß. Seitdem aß Lau immer nur einen Teil seines Reises und gab den größeren Teil seinem Fisch. Er wurde ein enger Freund des Fisches. Weil Lau täglich immer nur sehr wenig aß, begann er abzumagern. Dies entging seinen Eltern nicht. Sie begannen sich zu wundern, warum ihr Kind je länger, je mehr dünn und bleich wurde, obwohl er doch immer sein Proviant zur Weide mitnahm. In Laos Vater keimte der Wunsch, die Sache zu prüfen, und eines Tages folgte er ihm zur Weide. Da sein Vater sich verborgen hielt, merkte Lao nicht, dass er ihm verfolgt war. Als die Mittagshitze kam, ging Lao zum Teich und spielte mit dem Fisch. Wie erstaunt war Laos Vater, als er sah, dass Lao fast seinen gesamten Reis diesem Fisch gab. Jetzt wusste er, warum sein Kind dünner und dünner wurde. Schnell begab er sich nach Hause und erzählte es seiner Frau. »Mutter, jetzt kenne ich den Grund, warum dein Sohn immer dünner wird.« »Was ist die Ursache, Vater?« fragte seine Frau. »Wie es scheint, geht Lau jeden Tag zu dem verzauberten See bei dem Waringienbaum. Dort setzt er sich auf eine steinerne Plattform, und während er auf den Stein klopft, ruft er, mein Fisch, hier ist dein Essen.« Da kommt ein großer Fisch zwischen den Wurzeln des Waringin hervor
und isst den Reis, den Lao gebracht hat. Nur ein kleiner Rest davon bleibt für Lao. Da bin ich auch verblüfft, Vater. Täglich nimmt er ausreichend Reis und Zuspeisen mit und anscheinend gibt er das alles nur diesem Fisch. Was sollen wir da tun, Vater? Ich habe einen Plan. Morgen werde ich Lao auftragen, die Büffel den ganzen Tag an die Flussmündung zu treiben. Ich aber werde zu dem Teich gehen und den Fisch da fangen. Am Morgen des nächsten Tages, Lao hatte bereits seinen Reis eingesteckt und ging, um das Gatter für die Büffel zu öffnen, sagte sein Vater zu ihm: Lao, das Gras an der Flussmündung ist sehr jung. Es wäre gut, du würdest die Büffel heute dorthin treiben. Bestimmt werden sie schnell satt. Gut, Vater, antwortete Lao gehorsam. In Wirklichkeit ging Lao sehr ungern dorthin, denn jetzt konnte er nicht mit seinem Fisch sprechen und essen. Doch wollte er seinem Vater nicht widersprechen. Den ganzen Tag über war er bedrückt und von seinem Reis rührte er nichts an. Unterdessen ging Laos Vater mit einem Päckchen Reis zu dem Teich. Auf der Plattform klopfte er und rief: »Mein Fisch, mein Fisch, hier ist dein Essen!« Und er streute den Reis in das Wasser. Da kam der Fisch zu der Wasseroberfläche empor. Schnell zog Laos Vater sein Messer, hieb nach dem Kopf des Fisches und spaltete ihn. Der Fisch zuckte in dem Wasser umher, das schließlich rot von seinem Blut war. Da flogen die Wasserenten und die Vögel fliehend davon und kehrten nicht mehr wieder. Die Lilien und der Lotus, die voll aufgeblüht waren, schlossen sich und verschwanden im Wasser. Wiederholt donnerte es und Blitze schlugen auf dem Wasser auf. Dann erhoben sich ein schwerer Regen und ein starker Wind. Laos Vater nahm eilig den Fisch, kehrte nach Hause zurück und ließ ihn von seiner Frau mit Curry anrichten. Den ganzen Abend über erzählte er nichts von den merkwürdigen Geschehnissen an jenem Teich. Am nächsten Morgen, als Lao zur Weide wollte, sah er in seinem Proviantpäckchen den Curryfisch. Sein Gesicht wurde weiß, als er sah, dass der Kopf seines Freundes sein Essen sein sollte. Gleich flossen seine Tränen. Er packte den Reis wieder zusammen und legte ihn auf das Küchenregal. Ohne ein Wort zu sagen, ging er weg in Richtung Teich und ließ die Büffel einfach in ihrem Gatter. Seine Eltern hatten Laos Verhalten von einem Platz hinter den Mauern beobachtet und sie wurden sehr beunruhigt, als sie die Verfassung ihres Kindes sahen. Laos Vater war gezwungen, hinter seinem Kind herzugehen. Am See angekommen, erblickte Lao das wallende Wasser, dessen rote Farbe von dem Platz des Fisches kam. Der weiße und blaue Lotus hatten seine Farbe in das Rot des Blutes verwandelt. Lao wurde sich bewusst, dass sein Freund tatsächlich nicht mehr da war und dass sein Vater ihn getötet hatte. Da klopfte er auf die Steinplatte und rief voller Trauer: »Mein Stein, mein Stein, öffne mir die Türe dein!« Da spaltete sich der Stein und ein Gebäude mit schöner Einrichtung und mit Verzierungen wurde sichtbar. Lao sprang in den Spalt und der Stein schloss sich wieder. Laos Vater, der beobachtet hatte, wie sein Kind von dem Stein verschluckt worden war, sprang hervor und versuchte mit Klopfen ihn wieder zu öffnen. Doch obwohl er stundenlang Wache hielt, blieb der Stein fest verschlossen. Nur unterhalb des Steins rauschte eine Quelle von roter Farbe, und diese Farbe ist es, die sich im Westen am Himmel widerspiegelt, wenn die Sonne untergehen will. Laos Eltern lebten weiter mit der Erinnerung an ihr gutes Kind, dem sie selbst Unrecht getan hatten.